Barry beim Angebot. Fantastisch, dieser Elan, der hier. So, good morning. Ich bin heute fertig mit meinem F15. Ergebnisse sind grandios. Also sind ganze 9,1 Kilo in 24 Tagen. Mehrere Zentimeter an der, ich glaube, 10 Zentimeter an der Brust, 10 Zentimeter oder 9 Zentimeter an der Taille. Ich kann es euch jetzt nicht mehr ganz auswendig sagen, aber ihr seht es auf jeden Fall in meinem Posting, also einige Zentimeter weniger. Und heute geht es für mich mit dem F1 weiter. Und ja, das zeige ich euch jetzt gleich. Einen Moment bitte. So sieht das ganze F1-Programm im Prinzip aus. Und zwar ist das Material für 30 Tage. Wir haben 4 Beutel Aloe Vera Gel, also 120 Milliliter am Tag trinkt man davon morgens. Wir haben 2 Beutel Shake, also beim Aloe Gel könnt ihr wählen. Wollt ihr Mango, wollt ihr Berry oder rein theoretisch wollt ihr Pfirsich, wobei Pfirsich gerade in Deutschland nicht lieferbar ist. Dann bei dem Forever Shake, also bei dem Forever Ultra Shake, könnt ihr wählen. Entweder zweimal Vanille, zweimal Schoko oder eben Vanille und Schoko, so wie es jetzt hier ist. Man trinkt pro Tag mindestens einen zum Frühstück, wie ihr ja bei mir schon die ganze Zeit gesehen habt. Aber man kann auch, also ich habe ja auch manchmal abends, wo ich noch einen Shake trinke, einfach um auf mein Eiweißgehalt zu kommen. Dann haben wir hier Fiber, das sind die Ballaststoffe für den Darm quasi. Also wo ich immer sage, das wirkt wie der Putzlappen und in Verbindung mit der Aloe wie das Reinigungsmittel für den Darm. Sind die reinen Ballaststoffe. Dann haben wir dabei eine Dose Garcinia. Da nehmen wir 2 Stück am Tag von. Genau, die sind da, um den Blutzuckerspiegel gleich zu halten und die Heißhungerattacken zu vermeiden. Also die, wo ich immer als erstes nehme zum Frühstück. Und die Term, die ist da, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Da nehmen wir auch 2 am Tag, einmal morgens, einmal mittags. Und ja, wie gesagt, das mit natürlichem Koffein unter anderem und ist einfach da, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Und so sieht eben das 30-Tage-Paket aus, was der Dommer und die Jessie macht auch F15. Genau, der Dommer hat mit dem hier angefangen. Ja, und ich hatte im Prinzip die grüne Kiste F15, kann ich euch auch mal zeigen, was ich jetzt erstmal gemacht hatte. Jetzt ist hier nur dunkel. Schieb dich hier. Das ist quasi das F15, was ich gemacht hatte, so wie es schon draufsteht, 15-Tage-Programm. Das hatte ich jetzt gemacht und wie gesagt, mache jetzt eben mit dem 30-Tage-Programm weiter. Die Jessie macht auch gerade die grüne Kiste zum Beispiel. Genau, das ist das Klinoin, was wir vorher gemacht haben. Und das ist das 4-Tage-Programm, was der Dommer vorher gemacht hat. Genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, geht es eben mit dem 30-Tage-Programm weiter. Und ja, schauen wir einfach mal, wo wir in 30 Tagen stehen. Ich meine, ich muss dazu sagen, also wir werden auf jeden Fall mehrere Cheat Days machen. Mein Opa, der hat nächsten Samstag Geburtstag. Den Samstag drauf ist chinesisch Neujahr. Den Samstag drauf wird mein Vater 60. Und wir haben unsere Jahresveranstaltung in Innsbruck. Wo wir hinfahren und auch ein paar Tage länger bleiben. Also das heißt, es wird der Februar gespickt sein von einigen Cheat Days. Aber das ist ja auch okay, dass wenn man wegfährt oder Geburtstage sind, man normal macht, ne? Oder normal isst, sage ich mal. Oder vielleicht nicht so extrem auf die Kalorien achtet. Aber die Tage zwischendurch und davor und danach sind wir auf jeden Fall mit dran und werden definitiv berichten. Was die Jenny da leckeres gezaubert hat. Schöne Lachs. Was ist das? Lauchgemüse, ne? Mhm. Lauchgemüsesoße. Gute. Super Harry Sun. Super Harry Sun. Yeah. Ja, immer kommt ganz schön die Sonne raus. Endlich mal wieder. Ciao, ciao, Regen. Also ich weiß nicht, was der Plan ist. Irgendwas will zu holen im Ikea. Ich bin jetzt so amused. Aber was wollten die holen? Vor allem fällt es wieder anstrengend für mich. Ikea und ich. Kein gutes Gemisch. Ja, das verleimt sich. Der Lama Jumash dich. Auf dem Weg zum Mordor. Zum Endgegner. Ist schon ein bisschen gestört, auf den Freitagmittag in die Ikea zu gehen. Aber gut, es geht jetzt nicht anders. Everyday Saturday. Ich brauche dringend diese Karaffe. Weil die Karaffe, die gekillt wurde. Aber gestern ist leider unsere Karaffe kaputt gegangen. Aus mysteriösen Gründen. Und jetzt haben wir keine Karaffe mehr. Und das ist sehr, sehr schlecht, weil
mit der Umkehrosmoseanlage braucht man die wirklich ständig, die Karaffe, weil die ist einfach immer befüllt. Man braucht es nicht nur zum Trinken des Wassers, sondern einfach auch, wenn man Reis waschen möchte oder irgendwie generell kochen für den Hund. Für den Kaffee. Und ohne Karaffe ist es schon ziemlich kacke. Also eigentlich ist auch eine Karaffe zu wenig. Außerdem haben wir ja endlich unser Lauretana-Wasser gefunden. Und jetzt brauche ich auch noch eine Karaffe für eine Sohle anzulegen. Kommt noch dazu. Ja. Hast du da nochmal schlau gemacht, wie das Ganze funktioniert mit der Sohle? Ja, also ich habe mich nicht schlau gemacht. Die Monika hat es mir ja geschrieben. Ja, wie funktioniert das ungefähr? Also man macht diese Salzbrocken da rein. Das pure Salz war das, oder? Das waren diese Salzbrocken und Wasser. Ja. Also von das Lauretana-Wasser und dann... Warum muss ich das auflösen oder bleibt, bleibt nee, der das Brocken bleibt. Dann? Pro Tag ein Esslöffel. Trinken. Mit einem Glas Wasser, ja. Ich glaube so ungefähr, ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall brauche ich auch noch mal eine neue Spülbürste für den Thermomix. Oh ja, stimmt. Ja. Weil unsere sieht ziemlich abgefuckt aus. Ich weiß nicht, warum ich eine Klobürste in der Küche habe. Weil das Ding aussieht wie so ein bisschen wie so eine Mini-Klobürste. Ach, nee, ey. Ja. Die hatte mir aber die Nihal freundlicherweise letztes Jahr geschenkt. Als ich den Thermomix gekauft hatte, hatte ich mir das, also meine Thermomix-Beraterin hatte mir das mitgebracht. Und ja, genau, also das brauche ich auf jeden Fall. Eigentlich brauche ich sonst nichts, aber erfahrungsgemäß kommt man ja immer mit irgendwie mit irgendetwas mehr raus. Aber eigentlich will ich nur diese Karaffen und die Klobürste für Thermomix. Ich versuche mich auch zu beeilen. Dommer stoppt die Uhr, wie lange ich brauche. Undercover, ne? So, haben wir noch Stundenplan, das ist ganz gut. War nicht so Bombe. Nutzt den Kognito. Kognito, ja. Aber nächste gute Angebote. Ja, doch, Angebote waren schon gute. Ja, also Mason war jetzt nicht so der Hit. Also es hat mir jetzt nichts gefallen. Es gab schon gute Angebote, also 50 Cent. Aber eine Karaffe, die 30 Euro kostet, aus ganz dünnem Glas. Reduziert kostet immer noch 15 Euro. Prickelnd, dass ich es gekauft hätte. Yeah. Parker Lewis Uhrenvergleich. Was ist denn das? 16:05, 16:07, 8 so. Okay. Mal gucken, wie schnell wir hier durch sind. Waren ja nur ein paar Sachen, ne? Ja. Was schätzt du, wie lange? 25 Minuten. Okay. Mit rein, raus. Also muss ich erstmal durch den ganzen Kram hier durchlaufen. Das ist ja nicht so, als würdest du einfach durchgeschleust. Nee, muss schon an jeder Scheiße ziemlich vorbeilaufen. Ich sag 25 Minuten. Ja. Wenn ich 15 sage, ist es zu sportlich, gell? Ja, das ist zu sportlich. Sag mal, ja, das kommt hin. Fantastisch, dieser Elan, der hier aufgebracht wird. Das braucht man nicht. Wenn nicht. Wir haben bei der Szene mitgenommen. Das ist okay, Firma. Für die Uschler. Was ist das? Schau, das ist einfach zu funny, ey. Da drüben ist das Objekt der Begierde. Da ist er. Soll ich eine oder zwei mitnehmen? Kostet jetzt nur noch 10 Euro. Ja, 10,99. 10,99. Oder? Ah, nehmen wir zwei mit, oder? Was mit der da? Na, schreiben, wenn das ist. Ah, das sind die ganz normale. Was kostet die? Oder ist es die? Erklär es nochmal für die Kamera. Nein. Für oben am Rechner? Ja. Wie viel geht denn da rein? Ist das ein halber Liter?
Langes. H-O-N. So, es wurde nach der Zeit gefragt. Sind wir 16 nach, 17 nach? Also, bis jetzt ganz schön sportlich. Also? Bullshit. Oder brauchst du noch irgendwas? Hoppla di, hoppla da. Blumskis. Was ist da wohl gerade passiert? Das ist auch von den Berliner Sechslingen, diese veganen Köttbullar. Man weiß es nicht. So, durch die Karte durch. 25, 27. Let's go, let's go. Das war jetzt so teuer. Da. Let me see. Ja, doch. Es läppert sich zusammen, muss ich sagen. 66 Euro und ich hatte für diese kleine Schippe da 17 Euro. Achso, ja, das ist schon mal. Da ist man dann knapp über 80 Euro. Sorry. Für ein Glas. Weil das halt richtig Sinn macht. Aber wir haben da vorne gepasst. Weil es halt jetzt richtig Sinn macht. Wir haben ja Flaschen, ne? Die du für oben auf dem Schreibtisch ins Büro stellen kannst. Ne? Welche Flaschen? Die von dem Sodastream. Genau, aus denen kann man trinken, glaube ich. Aber es müssen jetzt diese sein. Ja, die sind für stilles Wasser und für die Sohle. Ah, dass man da durcheinander kommt. Und die anderen sind für Sprudel. Ja. Ist doch ganz logisch so. Ah, für mich erschließt sich diese Logik halt eben erst jetzt im Nachgang. Was ich mir nicht erschließt, ist, dass diese Akku schon wieder gleich leer ist. Aber dann muss man hier den Stecker da reinstecken. Ja. Aber guck, ob der Harrison uns damit kann. Ja, ich wollte was zeigen. Also ich habe diese veganen Köttbullar gekauft, weil Doma die unbedingt probieren will. Weil so eine Bloggerin, die wir, so eine YouTuberin, die wir gucken, die isst die immer. Ich bin ja jetzt überzeugt. Dann habe ich hier, das ist für die Jessie, Food Porn, ne? Ihr wisst ja, Cheat Day nach der Challenge und die liebt es. Genauso wie diese Haferkekse liebt der Doma für nach der Challenge, für den Cheat Day. Und die Dinger war ich jetzt hoch begeistert, weil die haben jetzt echt anstatt 19,99 nur. Ja, 10 Euro, oder? Ja, 10,99 Euro, also so fast die Hälfte gekostet. Und das war jetzt echt ein super Snack. Also da kann ich mich echt eher weniger beschweren. Aber total ist es trotzdem jetzt fast teuer gewesen. Aber die Kanne hier, die hat jetzt einfach, ich glaube, 5,99 gekostet. Und drüben in diesem hat so eine Kanne 15,99 gekostet. Jetzt kommst du. Also günstiger ist geklaut, ne? Ja. Und jetzt? Endlich seit Jahren haben wir es auch mal zum... Seit Jahren. Wir wollten schon seit Jahren hierher. Also wir sind jetzt hier Heppenheim an der Bergstraße. Unweit von Mannheim. Langnese. Das macht Sinn im Winter. Jetzt nach Eis zu gucken. Macht voll Sinn, weil genau. Du hast mehr Auswahl bestimmt. Willst du einen Einkaufswagen? Ja, klar. Aber ich frage erstmal Sinn, ob man überhaupt mitfilmen kann, darf. Hast du so einen Chippy? Natürlich habe ich einen Chippy. Chippy-Rippy. Aber ist auch ein bisschen... Nein. Lachgummis, oder? Lachgummi. Guck mal hier. Der Rockstar Veggie. Was ist mit dem? Nee, nichts aus der Plastiktüte da. Für die braucht man noch. Da wärmst du nur die Mikroplastik wieder auf.
Softbreak. Ja. Wow. Ist das Fisch oder was? Selten davon. Noch nie probiert? Schauen wir. Du musst mal filmen, dass da vorne Kaufland-Pizza drin liegt. Ja, ein bisschen Freiheit hier. Absolutes Highlight hier, der Eiwa zum Squeezen. Scharf und mild. Das waren jetzt 58 Euro ist gerundet. Aber gleich im Auto gleich mehr, weil es ein bisschen leiser ist. Aus dem Auto, wir stehen nämlich eh im Stau. Ja, also wie kam es jetzt zu diesem Heppenheim, wie sagt man, Einkaufserlebnis? Also es ist wie folgt. Warum sind wir jetzt überhaupt weg zum Einkaufen? Also eigentlich haben wir wirklich mehr wie genug zu Hause zu tun. Aber wie gesagt, mir ist gestern die Karaffe kaputt gegangen von Thomas Mutter und wir hatten keine und ich habe heute Mittag gekocht und war mega genervt, weil, wie gesagt, ich brauchte Wasser zum Kochen und da muss man dauernd auffüllen, also IKEA Karaffe geholt. Bin jetzt auch ganz zufrieden, dass die Karaffe, die ich wollte, um die Hälfte reduziert war und ich so mit zwei gekauft habe, weil die, glaube ich, auch ganz gut als Blumenvase zu benutzen ist, falls man sie als Karaffe nicht braucht. Und ich eine Sohle ansetzen möchte und dafür brauchte ich eh eine Karaffe. Aber wir haben das jetzt verbunden mit dem Outlet in Heppenheim. Wie kamen wir jetzt da drauf? Also wir kennen das, weil der Jessie, ihre Schwester, hat jahrelang bei Unilever gearbeitet. Und also über 10 Jahre, glaube ich, und die hatte uns schon mal gesagt, dass es dieses Outlet gibt und wir können ja mal da hinfahren. Aber wie es halt so ist, man sagt immer, man kann ja mal hinfahren und macht es da nicht. Und irgendwann kam ich dann wieder mal auf die Idee und dann habe ich es wieder vergessen. Also man hat ja das Outlet permanent auf dem Schirm. Wie ich jetzt ausgerechnet auf die Idee gekommen bin, die Tage, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Aber Heppenheim war jetzt 15 Kilometer entfernt vom IKEA. Somit war es zwei Fliegen mit einer Klappe. Generell ist es von uns entfernt gute 40 Kilometer, also kann man fahren. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn wir später auspacken, nehme ich euch definitiv mit und zeige euch die Sachen und was es gekostet hat. Also wir haben jetzt für den Gesamteinkauf 57 Euro bezahlt, haben wirklich eine Menge Eis, haben aber auch Fisch zum Beispiel. Also bei uns ist es so, freitags, also mein Opa isst ja bei uns, also nicht nur bei uns, auch bei meinem Vater, aber auch bei uns eben. Und meine Oma hatte halt Kochangewohnheiten. Zum Beispiel gab es freitags Fisch und samstags Suppe. Und wir haben halt versucht, das so ziemlich zu übernehmen. Eigentlich gab es mittwochs was Süßes, zum Beispiel Milchreis mit Obst oder Spatze mit Obst, wie man bei uns in der Pfalz sagt, also selbstgemachte Spätzle mit Obst. Das ist aber überhaupt nicht mein Essen und Thomas seins auch nicht und während der Challenge sowieso nicht realisierbar und mein Opa will es auch nicht. Also er kann das mal essen, aber ich glaube, der hat es immer so eher meiner Oma zuliebe gegessen. Und ja, auf jeden Fall gibt es aber freitags Fisch, aber es ist auch schon so weit, dass er den Fisch nicht mehr sehen kann, obwohl, wie gesagt, meine Oma hat immer freitags Fisch gemacht. Heute gab es auch Fisch, das war übrigens super lecker, also auch mein Opa fand es lecker. Das Essen kann man nochmal machen, war aus dem Thermomix. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich auch nicht so krass der Fischesser. Ich mag schon Fisch, am liebsten frisch, so Dorade oder sowas. Gerade in Kroatien, wenn man das frisch vom Grill kriegt, liebe ich das, da esse ich das fast nur. Aber hier in Deutschland, ne, also man hat ja dann, was macht man, Lachs, Kabeljau, keine Ahnung, irgendwie gefühlt immer das Gleiche. Dommer kann es auch schon langsam nicht mehr sehen. Er isst auch kein, also Dommer isst keine Meeresfrüchte und keine Kalamari, also kann ich auch auf das nicht ausweichen. Mein Opa wiederum isst gerne Garnelen. Ich weiß nicht so wirklich, ob er aber Meeresfrüchte mögen würde. Also ist alles so ein Thema und ich fand jetzt cool, dass es hier einfach so Knusperfisch gab mit Kürbiskern und mit Roggenkruste. Ja, ist jetzt nicht besonders geil, muss man sagen, ne? Man muss es halt trotzdem irgendwie im Backofen dann machen. Gut, dann ist es noch fettarm oder in der Pfanne anbacken. Aber auf jeden Fall ist es auch eine Option, dass man meinem Opa so einen Fisch macht. Keine Ahnung, irgendwie einen Kartoffelsalat dazu. Er bekommt Fisch und wir essen dann wiederum was anderes dazu.
Oder man isst halt auch mal so einen Fisch. Also auf jeden Fall mal eine Abwechslung und es war jetzt günstig. Ich zeige es euch auch später. Also man kann, also es lohnt sich hierher zu fahren. Ich persönlich würde auch wirklich empfehlen, im Winter hierher zu fahren, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, ich war im Sommer hier noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer hier super viel los ist und dass man auch nicht so die Auswahl hat. Vor allem jetzt hat man halt Wassereis bekommen, richtig gut. Ich liebe ja Dolomiti. Also generell, Eis ist einfach mein Thema. Der Doma denkt schon wieder, Alter, die labert wieder und labert und labert. Ich muss das alles schneiden. Ich höre das schon am Schnaufen. Aber es ist halt das Ding, damit muss ich ja klarkommen. Frauen sind ja durchaus kommunikativer und können eine Geschichte, die in 3 Sätzen erzählt wäre, ausdehnen auf eine ganze Serie. Ja, also auf jeden Fall, ich bin halt schon eh und je, esse ich super gern Eis. Und für mich ist ja so das Ding, dass ich sage, wenn ich mal reich bin, also reich reden wir jetzt von Milliardär oder so bin, ne? Also so die Träume, die man hat, dann will ich mal eine Eistruhe bei mir zu Hause in der Villa stehen haben, so wie es die im Supermarkt gibt, ne? Mit so den Eisfächern und dann voll mit, keine Ahnung, Dolomiti, Cornetto, Flutschefinger. Wer macht die Eisregale dann voll? Ah ja, ich fahre hier nach Heppenheim, ob ich reich bin oder nicht, sparen kann man immer und zack, bumm, ist das Ding voll. Ich komm. Das ist aber so wie jeder sagt, glaube ich, wenn er reich wäre, würde er sich eine Eismaschine kaufen. Eine Sahnemaschine, der will eine Maschine, die Sahne macht. Kann man sich ja jetzt schon holen, der muss dir nicht reich sein. Ja, aber man macht ja so Sachen halt nicht, keine Ahnung, man sagt dir halt. Da bin ich raus. Was würdest denn du machen? Ich hätte echt Bock. Du würdest dir ein Gym kaufen, ich weiß das, dass du dir ein komplettes Fitnessstudio einrichten würdest. Ja doch. Ich würde mir schon. Ja, siehst du. Und so träume ich von einem Pool, wo eine Eisruhe steht. Aber du hättest ja auch gern so ein Techno-Gym-Laufband. Ja, hätte ich gern. Aber ich träume auch von so einem Pool, wo so eine Eistruhe steht. Und dann kann man sich so ein Eis nehmen. Finde ich geil. Vor allem, hier gibt es jetzt Eis. Da hat das Stück nur 40 Kalorien. Zeige ich euch auch später. Aber ich meine, da ist trotzdem Zucker und Scheißdreck drin. Sollte man eigentlich nicht essen. Aber 40 Kalorien. Das hast du ja sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Zucker und Scheißdreck. Naja, ist halt so. Aber naja, so ist halt Eis. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Ja, die Eistruhe. Aber ich bin auch wirklich so ein Eisfreak und jedes Jahr hat so ein Eis, ist so der Favorite. Also zum Beispiel, ich glaube 2019, wenn mich nicht alles täuscht, war ich so voll auf dem Trip oder 2018, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und zwar ist es von Dovgan das Matroschka-Eis. Und zwar ist es einfach nur wie Pückler, es sieht aus wie Fürst von Pückler. Eigentlich sieht es aus, ist eingepackt wie ein Stück Butter. Aber es sieht aus, die Form wie von so einem Fürst von Pückler Eissandwich. Aber innen ist halt nur weißes Sahneeis und außen halt die 2 Waffeln. Und ich war da voll scharf drauf. Und das gab es halt bei uns nur im Globus. Und ich weiß halt, wie viel ich davon gegessen habe. Also ja, das war so 2018, 2019. 2020 war ich so voll auf dem Ben & Jerry Häagen-Dazs-Trip. Und ich sag's euch, also damals kam ich wochenweise nach Hause und hat für 30 Euro Eis gekauft. Ne? Also hier 57 Euro für die Menge, ist echt super günstig. Dann vorletztes Jahr war mein Renner Dolomiti. Also das hatte ich so neu für mich entdeckt. Und im Heavestein Renner war Flutschefinger und deiner Capri. Capri ist eigentlich immer so mein Standard. Ne? Oder Capri. Flutschefinger auch damals. Ja, aber Dolomiti, so das Dolomiti, beide das nicht, mit dem, ne? Waldmeister ist halt nicht meins. Ich, ne? liebe diesen Waldmeister. Ich mag die Zitrone, die am Anfang ist. Bombe. Nee, ich liebe einfach diesen Waldmeister und diese Himbeere. Aber der schmeckt irgendwie eher wie Wassermelone oder so. Also sie mögen sie auf jeden Fall nicht. Aber 2021 war mein Renner Dolomiti. Und wie gesagt, Heves Renner Flutschefinger und dein Renner, glaube ich, Capri oder Flutschefinger auch. Ach, keine Ahnung. Aber wie heißt denn das nochmal? Maracuja und die Sahnefüllung? Split. Ah, das haben wir auch gefeiert. Das ist, also wenn man so auf cremiger was wollte, dann war es nämlich Split. Und wenn man was so fruchtigeres wollte, Dolomiti. Aber das war schon Schiff. Letztes Jahr war der absolute Renner bei uns Fürst von Pückler. Fürst von Pückler. Oldschool, Modeschool. Ja, ne? Also das war richtig so der Hardcore-Renner, immer hier Big Sandwich gekauft. Ja, Ledger, man muss sich nicht wundern, wo es hingewandert ist. Ja, und auf ich bin Hüften, mal. Ne? Aber es hat geschmeckt. Ich bin jetzt mal gespannt, was dieses Jahr der Renner wird. Aktuell essen wir ja nichts. Oder nur am Cheat Day. Ja, deswegen eigentlich bescheuert, wenn man so in der Challenge ist, da hinzugehen, da kauft man umso mehr, aber es hat sich definitiv gelohnt und Eis geht ja nicht kaputt. Ich habe auch aufs MAD geguckt, also ist alles relativ lange haltbar und Wassereis hat, wie gesagt, eh nicht so die Kalorien. Also wie gesagt, da ist jetzt
zwei verschiedene Eis sind dabei, wo eins 40 Kalorien hat. Also selbst wenn man im F1 ist und hat mal so dringlichst Lust danach, dann kann man sich das mal gönnen, obwohl, wie gesagt, eigentlich Zucker und die ganze Chemiepampe sollte man nicht machen. Aber wie ein Werbe, ne? Ja, wenn man halt dieses Bedürfnis hat, kann man das sogar kalorisch einkalkulieren. Genau, jetzt habe ich einfach 9 Minuten gelabert. Es wird ein langer Vlog und ich zeige euch dann zu Hause noch, was es alles gab. Also einmal Ben & Jerry war im Angebot. Cone für 2,99 €, super Preis, normal 6 Euro. So, dann geht's mal hier weiter. Knusper. Knusperfisch, also einmal mit Roggen finde ich voll gut, einmal mit Kürbiskerne von den Kalorien her. Pro Portion, naja, 110 Gramm, 223 Kalorien. Aber es geht und es hat gekostet, super günstig, 1,39 €. Also ich finde mega gut. Da kann ich ja nichts sagen. Dann hatten wir hier Cornetto Freedom. Ich denke, das gibt es in Deutschland gar nicht. Das wird eine französische Produktion sein. Das war auch in der Werbung zu 1,79 € ungefähr. Wow. So, dann haben wir hier Festini, hier 40 Kalorien, ihr seht, ich denke, dass es auch französische Produktion ist oder so, 1,80 € für 12 Stück. Super duper. So, dann hier Rocket, 40 Kalorien pro Stück gibt es auch nicht bei uns, 1,80 €. Twini gibt es bei uns auch nicht, Birne mit Orangengeschmack, mit so ein bisschen Schoki, da stehen jetzt keine Kalorien drauf, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht ausschlaggebend, weil scheiße ist es trotzdem. 1,80 €. Dolomiti, mein Favorite. 1,80 €. Super günstig. Dann haben wir hier Brickerli. Gibt es hier auch nicht. Auch 1,80 €. Oder vielleicht ist es auch neu. Dann einmal Flutschefinger. 1,80 €. Das hier, absolute Krönung. 39 Cent, Leute. Ich mach mal ganz kurz zu. Mario. Dann gab es hier noch so Kekse, ihr kennt die, also das sind Croissant-Kekse, 2,95 € für diese ganzen Dinger, ist schon billig. Dann Beefy Currywurst, keine Ahnung, ich kenne das nicht, ich habe es gekauft für den Dommer zum Probieren, 2,20 €, zwei Stück allerdings. Dann Beefy Veggie, 1,65 € die zwei zum Probieren. Dann hat Dommer sich hier so Eiwa scharf eingepackt, das war 4,78 €. Aber ich glaube, die zwei zusammen. Mild und scharf zusammen. Mal ausprobieren, wie das gemeint ist. Dann hat Doma hier Mayonnaise eingepackt für 1,19 €. Also das ist echt super billig von Pop. 39 Cent, Petersilie, brauchen wir auch immer. Dann, das war die Krönung. Für 24 Calippo Cola, 6,80 €. Ich habe ausgerechnet pro Stück 29 Cent. Also da kann man gar nichts sagen. Kriminell. Aber jetzt hole ich schnell eine Schere, weil das muss ich lose reinmachen. Okay. Hallo Maria. So, aber vorher mache ich mal erst noch hier Magnum, 1,80 € Pistazie. Pistachio. Wäre was für die Köis. Dann hier Knusperfilet mit Senffüllung, 800 Gramm waren das, bei 5,40 €. Also finde ich, kann man auch nichts sagen. Und wie gesagt, für den Opa mal öfter mal was Neues und was anderes. So, einmal, wow, 24 mal Coke. Aber wo, Himmel, Herrgott, kriege ich das jetzt noch unter? Mit der Schatztruhe. Die Schatztruhe hat 10 Euro gekostet und das sind 40 bis 50 Wasser- und Milcheis. Also wissen jetzt auch gar nicht, was drin ist. Also quasi, das gleiche aus. Calippo Orange. Orange, aber der unten ist cool. Warte. Da unten sieht auch das aus, dieses Kircheis da unten drunter, oder? Warte. Calippo. Oh ja, das wollte ich! Was? Fragola. Ja. Ja, das ist so, kenne ich auch nicht. Also ich kenne das von Bofrost tatsächlich, aber ich kenne es nicht von Magnese. Mega cool. Alright, ist nichts wieder Harrison. Nein. Dann ist hier dieses Avengers-Eis hier. Dann ist nochmal dieses hier eine Orange. Ja, so ein Klassikschnau, oder? Wir werden jetzt nicht nachgezählt, wie viel es sind, aber ihr seht schon, es ist eine ordentliche Menge. Mini Classic. Und Magnum. Das ist eine. Ist alles gleiche? Ja. Cool. Ja, guck dir jetzt mal. Nee, das will man nicht sehen. Weil hier oben geht es ja noch weiter. Alright. Und los geht's mit dem Reiki Meisterkurs. Ja, da ist schon die Frelinde. Hello! Hörst du mich? Ja, ich höre dich.